Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mega Drive Video. Dieses Mal ein Video zu einem Spiel, welches ja gewissermaßen Merchandise ist von 7up damals. Das ist so eine Art Zitronenlimonade. Ich meine, dafür wird auch, ich weiß gar nicht, da gibt es nur so eine Art Orangenlimonade, so eine Coke von aber so hat es. Wie gewohnt wieder mit der Tastatur. A ist DF und die Cursor-Taste. Die Manipulation. Immer mal easy. Easy. Schöne Musik. Da ich aber nicht so der Jump-Man-Experte bin, weiß ich auf jeden Fall nicht, wie weit ich da kommen werde. Ist aber ein schönes, solides Jump'n'Run, muss man ehrlich sagen. Achso, das ist einfach nur so. Ich dachte, das wäre jetzt auch so eine Art, wo man was machen könnte. Ah, da guckt er sich die Karte an, wo es hier lang geht. Ah, da geht's lang. Los geht's, Lippo. Ah, das sind alles Schießen, das andere ist das hier. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Schüsse limitiert sind. Er ist rausgekommen aus der Tür hier. Was das wohl sein soll? Der Quarten sein davon? Irgendwas? Könnte da auch irgendwas? Irgendwas hat da irgendwas gesehen? Ich wollte jetzt nicht damit groß rumfailen, indem ich jetzt versuche, alle Teile auch zusammen zu bauen. Ich dachte, man eine bestimmte Anzahl hat, dass man dann extra Leben bekommt. Hey, die Karte raus, so Lippo. Ich guck mal kurz, wo es hier lang geht. Ah, da könnte es lang gehen, Lippo. Komm mit. Ach, ist das wieder. Die Musik finde ich ganz nett, das ist eines der schöneren Xbox 360 Sega Mega Drive-Spiel. Jetzt kommen wir ganz durcheinander hier. Ich weiß auch nicht, wie sich das hier verhält mit diesen Teilen. Hier. Ups. Tja, Lippo, was meinen Sie eigentlich, was für ein Spiel Sie hier spielen?
ganz genau ein Spiel aus der Steinzeit. Der zeigt mir noch an in diese Richtung. Und wenig prickelnd hier, was ich hier leiste. Ja, doch nicht. Ich weiß und glaube, ich könnte, müsste, sollte dort oben hin. Da vielleicht hier so. Dann nach rechts. Das ist auch noch so unverwundbar-mäßig hier drauf. Aber das ist doch nicht wahr. Hilfe. Da legst du das Spiel aber wirklich drauf an, einen hier das Ableben zu erleichtern. Was ist denn los hier? Das ist aber lästig hier. Man, das Spiel kann ja fordernd sein, aber das muss doch nicht hier. Einem das Ableben so erleichtern. Dazu muss man den Checkpoint anstarten. Kürzeren Weg zum Ziel, aber wie es ein bisschen von kann sehen. Was ist das denn hier? Was sind das für schmierige Bienen? Oder Motten oder was auch immer? Meine Güte, dass hier immer so viele Checkpoints kommen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass irgendwann hier mit dem... Hallo! Irgendwann mit dem Schüssen hier vorbei mit Glückseligkeit ist... Nein, das ist ja jetzt wirklich schlecht. Deswegen kann man also diese Spiele von damals nicht auf der Konsole mit der Saturn spielen, weil das wohl nicht so gut war. In diese Motte hinein, aber ich weiß, für den ersten Level ist das aber ganz schön knackig hier. Ah, das wäre jetzt aber schlecht. Warum schaffe ich es denn nicht da? Nee, ich weiß nicht, also. Irgendwie ist das auch so pixelgenau, diese Steuerung, dass man da nicht hochkommt, sondern hier geht das vielleicht. Das ist doch nicht wahr. Jetzt geht das Ganze auf die Zeit, oder wie? Wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Nee, das hört mich aber überhaupt nicht lange bei der Stange, das Spiel. Was ich bei Jump'n'Runs auch nicht so mag, das ist dieses Limitierte, wie man das spielt. Hauen wir mal ab. Die Möglichkeiten sind doch sehr limitiert. Es gibt ja nur die Möglichkeit hier, die Motte hier. Aha. Und meine Güte. Ich mag es auch schon nicht, dass man in diesem Level... Nein, schon wieder vertan. So abstürzen kann. Nicht.
mir. Ich. Was soll mir das jetzt sagen? Der eine zeigt nach rechts, der andere zeigt nach links. Ich zeige nochmal auf den Knoten. Verstehe ich das nun? Was wollen die von mir? Der eine zeigt nach rechts, der andere zeigt nach links. Ich dachte eigentlich, das Ziel wäre es, diesen Käfig zu befreien. Woran scheitert das denn jetzt hier? Klasse. Ja, das ist also Coolspot hier. Ich weiß nicht, was hier fährt, was hier schief läuft. Muss ich eine bestimmte Kugelanzahl haben, um das machen zu können? Oder was muss ich hier haben? Warum zeigt denn der eine nach dort hin und der andere nach dort hin? Sehr schön gemacht, Lippo. Fehlen Sie bitte weiter. Aber was... Ich wüsste nicht, dass ich auf dem Mega Drive irgendwelche Probleme hatte. War super. Das ist ja fantastisch. Weiß der Geier, was ich getroffen habe, dass das was gebracht hat. Also das mag ich ja gar nicht, diese Rätselraterei hier. Weiter geht's. Kommt mit, ich kenne den Weg. Ne, folgt mir, ich kenne den Weg. Das erinnert mich ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Das erinnert mich ein bisschen an Mickey Maus. An diese Schreibe, die getroffen wurde. Ich meine, ich könnte mich immer blicken, aber das geht nicht. Also so wegducken. Alle terminieren. Man kann da gar nicht drauf stehen hier. Warum auch immer ich da Meinung gewesen bin. Ich könnte auf dieser Röhre stehen. Ja. Gefällt mir schon ganz gut für Mega Drive-Verhältnisse. Für mich war es gut mit dem Mega Drive. Bei mir war die Mega Drive so ein bisschen etwas beliebter als der Ruki. Das ist keine Maus. Die Musik war es zu gefallen, die Grafik war es zu gefallen, meine Reflexe müssen dafür natürlich umso weniger zu gefallen.
Ja, ich bin einfach zu schlecht in sowas. Die Reflexe, die ich hier an den Tag lege, die kann man wirklich in die Tonne treten. Das Problem ist bei solchen Spielen ja auch, die sind von daher, von ihrem Ablauf her etwas limitiert, dass man... Gehe ich jetzt wieder zurück? Ja, wie dem auch sei, das ist Bootspot auf der Sega Mega Drive. Ich weiß nicht, ob es auch für eine andere Konsole gibt, vermutlich. Ich kenne das nur auf der Mega Drive. Da bin ich wohl verkehrt rumgelaufen. Ja, ich zwinge nach links. Also, wenn ich jetzt mal frage, hier lang zu wollen. Ah, da fahren wir Nico und seine Bande. Super. Ah, ich gebe es dazu, das ist wirklich schrecklich, was ich hier spiele. Wow, 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 das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Runter, da bin ich gerade, habe ich gerade mein Ableben gefeiert. Haut mal alle ab. Meine Güte. Die Gegnerdichte ist ja nicht von schlechten Eltern. Oh, ich vertue mich mit Schießen und Springen. Denn hier? Mann. Nee, das ist einfach zu schlecht, was ich mache. Da weint der Lippo und Fußball weint auch. Meine Güte, wieso werde ich von diesem Versager gezockt? Wer mehr sehen möchte, muss sich wohl leider das Spiel besorgen. Cool Spot, Sega Mega Drive. Ich finde, es ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Es ist sogar noch ziemlich mies, was ich hier gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es an der Tastatur liegt, am Tastaturzocken. Also an der Mega Drive selbst komme ich da etwas weiter. Aber später wird das ja auch sehr viel schwerer. Da muss man wirklich auf kleinen Plattformen, von Plattform zu Plattform springen. Sonst landet man gleich im Nirvana. Ist aber kein schlechtes Spiel. Kann man durchaus machen und mit den heutigen Indie-Games kann das noch lange mithalten. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es beim nächsten Mega-Beispiel weitergeht. Tschüss und ciao!